Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, mein Blog. Können wir das nächste Mal anfangen mit 2-1 Risiko oder so? Stevie, Hose, Anne, Nefi und Max. Und hallo! Können wir nicht mal andere Leute nehmen, die wären irgendwie langweilig. Du meinst ohne Hose? Auch. Ich hab keine Ahnung, also ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber... Vielleicht Standard ohne Hose. Ja. Ich dachte, ich habe da Patent drauf. Ich hab Ferien. Keine Hose anzuhaben. Nee, mein Stream hieß früher immer Stream ohne Hose. What? Echt jetzt? Und das, obwohl Hose dabei war. Fuck! Eigentlich war er ja nicht dabei. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Aber dann stimmte das ja auch in jedem Fall. Stream ohne Hose. Das ist korrekt. Nefi schießt Wolken auf mich. Wenn Nefi nicht bald aufhört zu trollen, dann kommt die Trollpolizei und raus aus dem Problem. Wolken auf mich schießen ist ein philosophisches Problem. Wollen wir Tag machen? Ja, leg dich hin. Ach. Gott. Ich bin gerade voll erschrocken. Ich fliege auf einmal so ein Fliege in Minecraft los. Ich hab so, what the fuck? Die Zuschauer sind bei mir. Die FDF ist gerade aus seinem Balkon raus. Die Zuschauer haben bei mir hier schon anzügliche Bemerkungen gemacht und haben gesagt, wann endlich die Puffmutter Givi in Kraft tritt. Ja, wann baust du deinen komischen fetten Chinesen fertig? Ja. Nein, hab ja wohl schon meine beste Schokoladenseite gezeigt, die letzten Folgen. Mit Schniedel, Schlumpfenschniedel und so. Kann auch einer schlafen gehen, bitte. Was hab ich, Schlumpfenschniedel? Was hab ich denn bitte verpasst? Ach ja, da war Hose nicht dabei, oh. Die meisten sind sehr davon überzeugt, dass Schlümpfe vom Storch gebracht werden. Schlümpfe vom was? Alter! Hast du jemals Schlümpfe gesehen? Die haben das ein hatten Weibchen. Wir letzte Folge schon. Die haben, wie bei genau, den Ameisen, die haben ein Weibchen, die legt Eier und die anderen finden es geil. Die legt Eier. 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 Also, in der Frequenz kann die doch nicht mit Schlumpfvögeln, ey. Kannst du mir auch nicht erzählen. Aber da gibt es den Oberschlumpf, der da, Oberschlumpfi, der da Oberschlumpf fängt an, heißt es doch immer. Oh, fuck. Okay. Ganz schön monarchistisch, ne? Wisst ihr, worüber ich letztens nachgedacht habe? Frag mich bitte nicht, warum. Nee, weiß ich gar nicht. Oh Gott, ich überhaupt wissen. Das Dschungelbuch habe ich letztens angeschaut. Also das wurde ja als Spielfilm nochmal, ne? So, verfilmt. Ach, die da Version du gedacht, quasi. Das Baloo mit dem Lied, ne? Probier's mal mit Gemütlichkeit und so. Das ist eigentlich voll der Kapitalist. Weil er sagt so... Die Bienen summen in der Luft und so, ne? Und dann ist in dem Film das so, dass er die ganzen Bienennester plündert. Und dann sagt er in dem Lied ja auch, wenn etwas appetitlich ist, dann soll man das sich nehmen und so, ne? Schon richtig kapitalistisch. Während die Wölfe wiederum immer. Das ist sagen, ja bei einer Hollywood-Produktion furchtbar, dass das kapitalistisch ist. Ja, und das Wichtigste, sagen die Wölfe, ist das Rudel. Und der Wolf ist nur etwas wert, weil er Teil des Rudels ist. Das ist dann so ja, wenn ich dieselbe Rüstung kriege, war er nicht. Aber ich also bin Fan Frage. Von so bist Analysen, die sich auf die Realität warte, beziehen. So, brauchst du war schon früher im Deutschunterricht schwer. Ich dann derjenige war, der gesagt hat, ja, der Autor hat wahrscheinlich damit gemeint, dass es so ist, wie er es geschrieben hat. Jesus Christ. Das habe ich auch immer gesagt, ey. Wooden Planks von uns. Das hatte ich dir für ich dir gleich, warte. Nein! Das war mal schon von 1 und dann eine gute 3. Mangler irgendwas so von wegen, da war ein Eisbär. Boah, geh mir weg mit den Manns. Also ich geh kein Holz mehr hacken, das war's Eisbär jetzt. Und wir bleib schön im Glück. Ja, der Löwe steht für seine Mutter, der Eisbär steht für seinen Vater und ich nur so, what? Also Jibi, ich glaube, das Windows-Update hat irgendwas bei dir kaputt gemacht. Ich glaube auch. Holt euch nicht Windows. Ja, du kannst stattdessen einfach Linux benutzen. Ist viel einfacher, ich schwör's. Oder Mac, da funktioniert auch so drauf. Oder ein Mac. Das ist, wenn du Linux die Toilette runterspülst, kommt Mac bei raus. So ist das. Ich hab, Hashtag Windows Master Race. Ich hab ja ein Mac, aber da kannst du echt nur wirklich irgendwie Photoshop drauf machen oder so. Alter, darf ich mal ganz kurz? Wir haben letztens an der Uni haben wir die Mac-Festplatten diskutiert, weil die haben da Macs hingestellt und haben gesagt, bitte nicht mehr als 200 GB draufpacken. Und dann haben alle Leute gefragt, wieso das denn nicht? Weil die Hybrid-Festplatten von Mac, die so schweineviel Geld kosten, eine SSD sind, wo sie den gesamten Controller quasi weggeschnitten haben einfach. Und dann ist es eine ganz normale HDD. Das heißt, wenn du jemals diese SSD voll machst, wird das Ding kacken langsam. Großartig.
Weil Apple gesagt hat, mit unseren Fans können wir es ja machen. Die sind eh strunzdumm. Deswegen gibt es jetzt auch den Apple Pen. Den Apple Pen? Oh, nee, das war, glaube ich, was anderes mit dem... Ich hasse das Meme, Alter. Das ist so schlimm. Ich dachte, das ist schon lange tot irgendwie, weil ich bin immer der Letzte, der sowas mitkriegt irgendwie. Apple Pen. Ich hab das auf Facebook gesehen. Da gibt's Hat irgendjemand einen Cobblestone-Generator oder so gemacht? Was? Ob jemand einen Cobblestone-Generator gemacht hat? Davon habe ich schon vor einigen Folgen gefragt. Jetzt habe ich mir einen Hammer gemacht. Nefi, wo hast du jetzt das Ding hingeschmissen? Ich bring dir das. Warte, das dauert noch ein bisschen. Hammer ist auch sehr effektiv. Außer Holz. Hast du Plank Oaks oder was? Oder Birk? Wie ist das Latz eigentlich? Ich muss eh Kabeln das Blöcke draus machen. Achso, du machst Kabeln das draus. Da du einen Panda-Kopf auf dem Kopf hast, denke ich mal, du bist Hose, ey. Ich bin Hose. Was? Was hab ich denn auf dem Kopf? Ja, der hat einen Panda-Mütze auf dem Kopf. Ich hab Googly Eyes bei mir. Eigentlich sieht das ja relativ cool aus, wie ich das gerade baue, wa? Eigentlich baut der gerade Tüsker wieder. Aber das Haus. Ja, ich sitz vom PC. Schatz, ist okay. Muss jetzt auch gucken, was Goro baut. Wenn Tüsker die ganze Zeit bauen würde und Tora aber kommentiert die ganze Zeit. Mit dem Mikro im Bett liegt. Ja, so mache ich alle meine Let's Plays. So mache ich alle meine Let's Plays. Voll schön gebaut. Oh, das sieht krass aus. Deswegen jetzt auf Funkkopfhörer. Ja, sind die eigentlich bis zufrieden? Ich glaube, ich muss mir fucking Hammer machen. Ey, die sind sehr, sehr geil. Alter, Hose, du hast ein Dings auf dem Kopf. Was? Goro? Das ist, du hast also Teufelshörnchen mit so einem Ring dran. Es sieht aus wie Nilsson, aber ich glaube, es ist ein Minecraft. Goro, das Holz kommt jetzt vor deine Tür. Anne, du hast Besuch hinter dir. Das sieht geil aus. Ah, danke. Ja. Das ist geil. Ja. Was habt ihr euch denn Hammer gegossen, Maxi? Was? Nicht so gut gezielt, da hast du ein bisschen gestreut. Ich hab einen hübschen Silberhammer. Keine ja, das ist die Kanone. Ich hab das random gewählt. Aber danke. Okay. Maxi, brauchst du Cleanstone? Ja, das werde ich natürlich nicht machen, aber. Brauchst du Cleanstone oder einen normalen Kobbel? Alter, Anne, ist das ein Tunnel oder was? Du hast ja. Sag mal, was habe ich denn alles verpasst hier? Da geht's ja langsam weiter. Das ist eine längliche Höhle. Auch bekannt als Tunnel. Längliche Höhle. Können wir bitte ein rosa, fleischfarbenes Auto da vorstellen, was gerade so reinpasst? Nee. Können wir es vielleicht einfach lassen? Ich finde das witzig. Oh nein, ich kann meine Kühe nicht mehr identifizieren. Da sind jetzt, na toll. Wie kriege ich, wer weiß ich denn jetzt, welche von denen Bio waren und welche nicht? Hattest du Bio-Kühe da drin? Ja, ja. Anna hat die eh nicht Bio gefüttert, ist vorbei. Ich habe die mit genmanipulierten Kühen gekreuzt, also von daher. Die eine heißt doch Goebbels. Ja. Das ist noch eine von den Bio-Kühen. Die kannst so schlimm ist das nicht. Ich verkaufe einfach alles als Bio, das passt schon. War ja mal Bio. Kanone, die super. Max den Ausspaß. Wie die Leute, die Sachen als Vollkorn verkaufen, nur weil irgendwo ein volles Korn drin war. Naja, Vollkorn heißt ja auch nicht nichts außer, das ist ein volles Korn. Aber sag mal, die ganzen Items, die dann rausgeschossen werden, gibt es denn auch so, wenn du Feuerwerk reintust, werden die aktiviert oder sowas? Nee, TNT nee. Kannst du damit nicht aktivieren. Musst du Dispenser benutzen. Ganz klassisch. Der aber auch richtig lustig. Ja. Ja, schon. Ey, ihr könnt mal voll die geile so Piraten. Givi, du musst das Update raus. So. Wieso haben wir eigentlich nicht den Statues-Mod mit am Start? Dann könnten wir eine Statue von Givi einfach aufstellen. Dann wäre sie quasi da. Können wir noch rein? Ja, bin schon wieder da. Oh, das wollte ich nicht. Ein Statue to give one to Nefias. Aha, ich will gucken, noch, was das ist. Das ist aber Nefias. Ja. Infrastruktur. So eine Hängeleiter bei Nefis Balkon. Ups. Das wollte ich auch noch ermitteln. Das ist verstößt gegen die Baubehörde. Naja, so. Eigentlich ist es nicht. Also, das umgeht natürlich die Regel, dass wir die Haustür nicht öffnen dürfen, ne? Was? Dass der Balkon ist eine Haustür. Das hab ich im Livestream auch schon analysiert. Wir brauchen also dringend hier einen Serveranwalt, der dann bei so Sachen sagt: Moment, eigentlich ist das so. Was? War eine Analyse. Ey, das ist ja voll geil, der Vlog-Name, ey. Analysiert. Analyse. Oho, das ist eine neue Serie, oder? Warum heißt dein Unboxing nicht so? Es hätte doch voll krass gepasst, ey. Unboxing. Kannst du bitte ein Video hochladen, Unboxing, wo du einfach, man sieht nur dein Gesicht für 30 Sekunden und dann kriegst du so einen Schlag von Schlag von deinem Gesicht. Mann. Ja. Nein, kann da so einfach nicht so ein Video kommen, wo Anne steht und dann auf einmal in so einer Box steht? Ist dann Anne Boxing.
Nee, das ist zu flach. Das hätte ich längst machen sollen. Hätte ich schon Millionen von Klicks. Millionen Milliarden. Ich mach das jetzt einfach mal aus Spaß einmal und plötzlich wirklich so plötzlich. Die Frage ist ja, warum hast du uns vorher nicht deinen Kanal analysieren lassen? Tja. Dann wärst du schon viel früher erfolgreich. Nein, ganz klar. Warum hat er das bei Asus nein, gesagt, Anne? Nein! Ich weiß es nicht. Oh Gott, nein! Ich mach mal nicht wieder Also. Kannst du ein Hitler-Meme einspielen, Alter? Ja. Ich glaube, Hitler wurde nur so böse, weil sein Minecraft nicht richtig ging. Oder? Du meinst sein Minecraft? Minecraft! Ja. Sein Mein-Krieg hat nicht. Hieß nicht auch sein Buch irgendwie so? Oder? Ja, irgendwie so. Mein-Kraft, genau. Das Handbuch war das. Wurde wegen eines meine Kraft war doch ein Texture-Pack von Hannibal oder so. Ja, meine Kraft. Hannibal jetzt Hitler? Der Name musste abgemildert werden. What? YouTube-Verschwörungstheorien. Ja, das habe ich so in den YouTube-Chemtrails gelesen. Die sieht man die ab und zu durch die YouTube-Trends sieht man das ab und zu. Die Aluhüte, Alter, die Aluhüte. Der Chemtrails, Hannibal? Der Abschaum YouTubes, der dich da durch Chemtrailt. Hannibal hat letztens ein cooles Video hochgeladen. Iron ich schaue eigentlich bei der auf dem Kanal nicht vorbei, muss ich sagen, aber den fand ich ganz witzig, den Vlog. Da hat sie nämlich gesagt, sie sieht das gar nicht ein, warum sie den Zuschauern dankbar sein sollte. Ich mag ihre Vlogs ja, deswegen Kronk, nicht so, weil sie einfach nur da sitzt und redet. Und mir ist das irgendwie... Ja, das ist der Sinn eines Vlogs, Hose. Ich weiß, das überrascht dich jetzt gerade, aber... Ich weiß nicht. Ist ein Video-Vlog. Ja, ich weiß, was es ist, aber ja, gut, wenn du es vergleichst mit anderen Videos von anderen Leuten, die halt mehr machen oder mehr zeigen oder spannendere Sachen machen, ja, finde ich dann halt öde. Du meinst Unge, der auf dem Longboard steht, aber dabei rollt. Und weißt du, da kann ich dir jeden YouTuber zeigen, so von wegen, guck mal, der macht richtig viel daraus, hat nur 100 Klicks, guck mal, der macht einfach nur Scheiße. 80 Millionen. Das kommt aber darauf an, wodurch man bekannt geworden ist. Also ja, durch Scheiße. Aber diese Theorie fand ich halt ganz witzig. Weil schreiben doch immer voll viel, oh, ich bin euch total dankbar und bla 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 und danke für, keine Ahnung, eure Klicks und Support, so. Klicks, Likes, genau. Like das Video, also, Leute, danke. Und sie hat halt so gesagt, naja, ich setz mich doch hin und mach Videos, schneide stundenlang und was weiß ich was. Yes. Da müsst doch eigentlich die Zuschauer mir dankbar sein. Und eigentlich hat sie ja recht, also im Endeffekt. Also. 8. Ich brauch 2 davon. Was soll das? Naja, ja, auf der anderen Seite, ohne die Aufrufe und die Zuschauer, wäre sie nicht da, wo sie ist. Auf der anderen ja, Seite. Aber du machst es ja nicht. Natürlich, es ist natürlich dein Beruf. Du hast ja damit angefangen, das zu machen, weil es dir Spaß macht. Und andere Leute haben gesagt, hey, finde ich cool. Und ich verstehe es schon. Also ich kann das jetzt auch nicht wörtlich sagen wieder, wie sie es gesagt hat. Aber ihre Argumentation war für mich schon schlüssig. Weil manche Leute übertreiben das auch voll. 8. So, oh ja, hier, Community, ich liebe euch so. Das ist ja eh diese Geschichte. Im Grunde meinst du ja, dass viele YouTuber sich verbiegen für ihre Zuschauer, ne? Aber die Zuschauer eigentlich nicht sich in die kreative Vielfalt des YouTubers einmischen. Ich glaube, eigentlich will sie sagen, dass man schon dankbar ist, aber nicht dieses Fake-dankbar sein, dass die Großen halt immer machen, oh danke, so. Ihr seid die Besties, meine Besties. Genau, ein auf Best. Dieses, dass man so beste Freunde machen, obwohl man nicht ist. Obwohl man halt überhaupt keinen Kontakt mit den Zuschauern hat. Genau. Auch so, woran sie auch erinnert hat, was auch tatsächlich sogar bei einer kleinen YouTube-Größe schon vorkommt. Hast du gerade das Spiel vom Server genießt? Ja, nein, auch auf dem Server. Ach so. Dass Leute halt irgendwie, die kennen einen, weil sie voll viele Videos von einem schauen, aber man kennt sie natürlich nicht. Aber das raffen die nicht so. Die denken dann halt so. Also ich kenne irgendwie mehr Leute, also wenn ich habe heute in der Uni einen Vortrag gehalten. Vor 30 Leuten. Ja. Und, Das ist auch mal was Neues. Ja, ne? Also das war eigentlich auch mal in die Uni Abwechslung. Ja, wäre mal ganz gut, mal, ne? So. Jedenfalls, und ich kenne von den 30 tatsächlich keinen, auch nur ansatzweise so gut, wie ein paar Zuschauer, die mal kommentieren oder so, weil, oder auf Twitter, wenn man mit denen mal quatscht, oder aus dem Stream oder sonst was. Aber das was. Sind ja die auch was schreiben, weißt du, ich kenne auch einige meiner Zuschauer gut, und ich bin auch überhaupt nicht dagegen, die kennenzulernen, im Gegenteil, ich lerne gerne nette Leute kennen, aber es gibt auch die Zuschauer, die schreiben fast nie was oder nur ganz selten oder haben vielleicht sogar auch auf Twitter irgendeinen Namen, den ich im Real Life gar nicht zuordnen kann oder auf YouTube oder so. Und die kommen dann so auf der Gamescom und sagen hi und du denkst,
Scheiße, wer ist das? Und erst fühlst du dich so peinlich berührt, weil du denkst, ich sag doch auch hi, aber dann frage ich erstmal, bitte, falls man dich irgendwo hier kennt, sag deinen Internetnamen. Ja, das sag ich auch immer. Weil das frage ich aber auch immer. Aber ich frage auch mittlerweile immer, wer ich bin, weil die ganz oft einfach so kommen und ein Autogramm haben wollen. Wer bin ich denn? Bestes Beispiel, darf ich kurz was zu sagen? Ja, nee, ja. Ist vorbei, tut mir leid. Bestes Beispiel auf der Gamescom. Ey! Bestes Beispiel auf der Gamescom, wir in der Troubletown-Gruppe standen. Und da waren zwei kleine Pöpse. Da waren zwei kleine Boys, nicht älter wie zwei. Und die sprachen mich an und fragten, wer bist du? Und ich so, ja, mein Nick ist Chibi. Bist du YouTuberin? Ja. Maxi. Du hast alle bei mir liegen lassen. Okay, und dann guckte der noch so seinen Kumpel an, war kurz am Überlegen, ja komm, das Foto machen von Daddys YouTuberin. Und dann habe ich die mal drauf angesprochen und die meinten zu mir, ohne Scheiß, ja, wir sammeln Fotos und Autogramme von YouTubern. So. In erster Linie ist das für die scheißegal. Ja, also ich habe schon gruselige... Deswegen mache ich sowas halt nur, wenn die mich halt wirklich kennen. Weil das hatte ich auch schon so oft auf der Gamescom, dass die Leute einfach random kommen, so. Ja, ich nehme jeden, ja, so. Könnt ihr groß sein, so, weißt du? Da hast du den... Ja, da hast du aber den Trend mal festgestellt. Weißt du, der Trend ist, wir sammeln anstatt Panini-Bilder jetzt YouTuber. YouTuber. Und, ne, und sammeln die und vielleicht werden die irgendwann mal ganz cool, groß und dann können wir sagen, Hanuta. Wir haben Autogramm. Boah, so ein Bild von mir im Hanuta würde ich hart feiern, Alter. Würde ich auch feiern. Dann würde ich also das Hanuta, wenn ihr Bock habt, uns zu sponsoren mit Bildern im Hanuta, ne, wir würden... Ja. Boah, das wäre doch voll geil, mal so eine YouTuber-Serie, obwohl da wäre doch Bibi dann wahrscheinlich drin, wenn sowas... Ja, also du und ich wäre nicht dabei. Das letzte Mal war ich so enttäuscht über Hanuta, als Fußballer drin waren, also von daher. Das letzte Mal war ich so enttäuscht. Dann kann es mit Let's Player nicht schlimmer werden. Es ist schon eine Weile her, ich glaube der Sticker, den ich hatte, da hieß einer Christian Ziege, deswegen von ja, den Namen Ziege, halt den hatte ich auch, den Sticker. Ich wollte es gerade sagen, ohne Scheiß, das war wahrscheinlich voll der witzige Zufall. Der war bestimmt der Einzige, der im Hanuta-Paket drin war. Der geneigte Fußball-Fan weiß jetzt, dass das glaube ich schon ein paar Jahre her ist, weil dieser Ziege macht glaube ich gar kein Fußball mehr. Ne? Also wenn du das Hanuta erst gestern gegessen hast, dann würde ich war das Hanuta, Alter. Boah, Alter, ich hab und deine Freundin hatte eins mit Gerd Müller drin, dann ist vielleicht ein bisschen... Den kenne ich sogar. Rudi Völler in Jungen. Ja, Rudi Völler in Jungen. ist vielleicht das Hanuta nicht mehr so gut gewesen. Hat aber noch geschmeckt. Marble Generator zu. Nein, Marble Generator gibt's noch nicht. Habt ihr mal gesehen, die Hanuta sind echt klein geworden mittlerweile, ne? Früher war das so ein riesiges Hanuta. Du warst früher einfach kleiner und dir kam das perspektivisch größer. Nee, die haben es aber echt, also die haben es echt kleiner gemacht. Unmöglich. Boah, Chemtrails. Chemtrails. Ist so, Hanuta-Verschwörung. Ja, also da muss man erstmal drüber nachdenken. Aber ich persönlich fand Hanuta immer zu trocken. Ich fand Hanuta nicht so geil. Genau für die Leute. Ich war mehr so der Kinder-Maxi. Mehr sabbern. Problem gelöst. Oh ja. Also wo wir gerade hier bei Verschwörungstheorien sind, ist euch bewusst, das ist hauptsächlich auf Facebook, ich meine, da geht der Facebook ist ja der Ort, wo der gesunde Menschenverstand zum Sterben hingeht. Ja. Aber dass es da tatsächlich ganze Gruppen gibt, die glauben, die Erde sei flach. Ja. So wie bei, ich kann dir sogar einen YouTuber nennen, der das glaubt und auch was? Hat. Was? Ich dachte, das sind für mich so Fantasiegestalten, so von wegen, ja komm, die Hälfte der Screenshots sind gefaked und Trolle glauben das wirklich. Das? Die glauben auch, dass alles, was man im Weltraum bisher gesehen hat, gefaked ist, damit wir das glauben. Im Gymnasium hat hier Maxis und mein Physiklehrer, der hat uns doch noch versucht zu verklickern, dass die Welt flach war. Das hat er erzählt und wir mussten Argumente bringen, warum es nicht so sei. Genau, warum ist die Erde nicht flach? Das mussten wir. Ach so, okay, also wenn er das selbst nicht vertreten hat, dann ist ja okay. Nee, er sagt, natürlich wissen wir, dass die Welt nicht flach ist, aber... Sag mal, Defi, weißt du, dass wir Schleim hat? Ich erzähl grad was, Chibi! Verzeihung! Weißt du, dir soll jeder zuhören, Chibi, aber sobald ich was erzählen will... Wir hören doch keiner zu! Jetzt ist er auch egal, vielen Dank! Oh, seid ihr heute anstrengend? Kinder. Ich hab den Anfang der Geschichte vergessen. So, was wollte Chibi jetzt von mir? Guck, das ist wieder interessanter. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will Tores Geschichte hören. Scheiß auf Jeevee. Ja, ich sag schon nichts. Ich beobachte das Vieh einfach bald. Also ist okay. Jeevee, schreib's im Chat. So, dann sollen die reden. Können wir unsere Straßen bitte aus Concrete machen? Nein. Schnell laufen. Das ja, oder geil. Roblox geht auch. Concrete ist gebrannter Gravel. Wir haben. Wir mussten auf jeden Fall Gründe nennen, warum die Welt rund sei. Oh, ja. Ich hab einen schönen Grund dagegen gesehen.
wo einer gesagt hat, ey, aber wenn ich in einem Flight Simulator die ganze Zeit geradeaus fliege, dann muss ich doch gar nicht korrigieren. Der fliegt ja dann doch auch gerade. Da war ich fast überzeugt. Krass. Er hat einen Rettungsring an. Ein Pferderettungsring. Da unten ist er drin. What the fuck? Ist hier, das ist hier meine geheime Schaltung. Der Toro, du hast doch gar nicht geschrien, obwohl schon über 20 Minuten jetzt sind. Ach, scheiße. Er wollte eigentlich schon dreimal die Folge beenden, aber... Nein, tschüss, auf Wiedersehen. Ist motivierend. Das macht keinen Scheiß, der Hüfte da. Also, Arschlöcher. In zwei Tagen geht's weiter, bis dahin, haut rein, tschüss. Ciao. Tschüss.